Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganji, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Und diesmal wieder zu einer Figur und ja, auch von Ken Cole. Was heißt denn? Shiratsuyo, Klasse Destroyer, Yudachi, Kai 2, also es hat sich halt verwandelt, das ist die Verwandlung. Genau, machen wir mal auf. Natürlich ist jetzt die Kameraposition nicht die allerbeste, weil ich habe leider nicht genug Entfernung. Deshalb hole ich mir auch irgendwann mal so ein Stativ oder sowas, dass ich so von der Seite oder so aufnehmen kann, so, dass es halt von oben nach, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Genau, machen wir mal auf. Habe ich mir auch von der Animation gekauft, ja, steht viel auf Japanisch. Steht so. Sehr süß, sehr sexy. Ich wollte mir auch eventuell auch Sasuke kaufen als Figur, aber hat, glaube ich, 130 gekostet und ich wollte nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil ich habe einen Tag, also allgemein. Ja, was heißt viel Geld? Also, für meine Verhältnisse derzeit ein bisschen zu viel Geld, weil, ja, wie gesagt, ich habe eine eigene Firma gegründet, und die ist ein bisschen wichtiger, da muss man ein bisschen mehr investieren. Aber nächstes Jahr nehme ich dann so viel Geld, tausende von Euros wahrscheinlich mit und kaufe mir einfach, wenn ich Bock habe. Also, wenn die Firma gut läuft. Natürlich. Und mal sehen, wie ich dahin fahre. Vielleicht auch mit einem anderen, guten Kumpel, der wohnt in Nähe von Nürnberg, da muss ich ihn einfach abholen. Oh, jetzt habe ich das ein bisschen beschädigt hier. Ja, ich habe das gerade hier so abgemacht. Schade, dass man nicht ein bisschen von der Entfernung es aufnehmen kann. Ein bisschen schade, aber das nicht so ganz geht. So, hier ist es. Oh, so von der Mitte, okay. Brauchen wir das gute Stück auch. Ah, überall Klebeband und so. Das kennt man es nicht. Obwohl ich das mir gekauft habe, die Figuren habe ich auch mit der einen Frau, sagen mehr oder weniger, geredet. Also sie konnte nur Englisch und ich nur Deutsch und ich habe sie nicht verstanden, sie hat mich nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, zum Beispiel bei der Figur hat sie gemeint 40, also 40 Euro oder so oder Euro oder was sie auch gesagt hat. Das habe ich halt verstanden. Das war das Einzige, was ich verstanden habe. Und der Rest nicht. Also, ja, meine Güte. Man muss halt nicht jeder Sprache können oder man muss auch kein Englisch können. Weil ich habe einfach keinen Bock dazu. Und es gibt auch Leute, die sagen, man kann es immer lernen. Ich glaube, ich werde Englisch niemals in meinem Leben lernen. Ja, das ist halt so, das ist halt der Fakt. Okay, das ist eigentlich schon fertig. Stellen wir das auf. So sieht die Figur aus. So, dann machen wir mal ein bisschen. So. Und so sieht die Figur dann aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Ja, okay, hier, also, muss sagen, genau hier. Okay, will nicht. Okay, will nicht. Egal. Also zumindest hier ist halt die Qualität jetzt nicht so die beste, muss ich jetzt sagen. Es ist ein bisschen drüber gemalert worden. Und hier ist ein Haar drin. Hier ist ein Haar drin. Das ist ein echter. Naja, ist auch egal. Das ist wichtig. Aber ja. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, die Figur hat 42 gekostet oder 40 Euro. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Drehen die sich? Nein, die können sich nicht drehen. Okay. Kann man ja nicht alles verlangen. Genau. Das ist halt die zweite Figur sozusagen, die ich mir jetzt da geholt habe. Jetzt habe ich zwei Figuren. Ich will mal sehr, sehr gerne Yamato und Kongo holen. Das sind so meine zwei Lieblingscharaktere so aus dem Anime. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Ist auch die, sie hatte auch eine Verwandlung. Davor sah sie halt lappig aus und nach der Verwandlung halt echt gut. Ja, wie findet ihr die Figur? Schreibt es mal in den Kommentaren. Und ja, das war's eigentlich jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß am Zocken, lasst euch abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.